Nach etwa 2 Jahren Bauzeit wurde gestern in Wiesbaden die Mubarak-Moschee feierlich eingeweiht. In Deutschland ist sie nun die größte Gebets- und Begegnungsstätte der islamischen Reformgemeinde Ahmadiyya, die bundesweit mit über 45.000 aktiven Mitgliedern zu den wichtigsten islamischen Verbänden zählt. An den Feierlichkeiten beteiligte sich auch der Kalif, das geistige Oberhaupt der Bewegung. Der Andrang vor der Mubarak-Moschee im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim ist groß, als der Kalif Hadrat Mirza Masrur Ahmad eintrifft. Das Wetter ist genauso freundlich wie die Stimmung. Nicht zuletzt, weil der Imam der Gemeinde ein gutes Verhältnis zu den Anwohnern hat, die frühzeitig in die Baupläne einbezogen wurden. Die haben unsere Jahreshauptversammlung in Karlsruhe besucht, die haben unsere Zentrale in Frankfurt besucht, hatten ein Gespräch mit dem Architekten und kleine Veränderungen wurden dann auch vorgenommen. Und ich möchte nur, dass jeder weiß, dass die Moschee für jeden Bürger hier in Wiesbaden, nicht nur in Wiesbaden, sondern generell für alle Mitbürger offen ist, zu jeder Zeit. Die Ahmadiyya-Gemeinde gilt als liberal, aber zugleich als wertkonservativ. Auch hier beten Männer und Frauen getrennt. Die Moschee ist die erste in Wiesbaden mit Kuppel und Minarett. Muezzinrufe wird es hier aber nicht geben. Der Oberbürgermeister spricht von einem Ort des interreligiösen Dialogs und ist stolz auf das breite gesellschaftliche Engagement der Gemeinde. Sie leben etwas, was mir als Anspruch wichtig ist, nämlich nicht nur nebeneinander herzuleben, sondern miteinander zu leben. Eine Integrationsvereinbarung soll dieses gesellschaftliche Miteinander weiter stärken. Der Kalif möchte Brücken bauen und ist mit einer wichtigen Botschaft angereist. Die Bürger der Stadt sollten keine Angst haben, sollten keine Vorbehalte in ihren Herzen tragen. Wir sind eine sehr friedfertige Gemeinschaft, denn wir folgen dem traditionellen Islam. Am kommenden Samstag und Sonntag können Besucher die Mubarak-Moschee jeweils von 11 bis 18 Uhr besichtigen und den offenen Dialog mit der Gemeinde fortsetzen.